Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zum Rise of the Ronin. Wir sind hier sehr weit im Norden, wirklich schon sehr weit im Norden angekommen. Es sind nur noch zwei Gebiete vor dem End. Also ich gehe davon aus, dass das hier Endgame ist, aber wer weiß, vielleicht bekommen wir noch eine Map. Wir sind aber hier auf dem Weg erstmal zum Hundefänger. Und da soll man ein Foto machen. Und da werden wir jetzt natürlich hingaloppieren mit unserem treuen Freund. Und nehmen natürlich alles mit, was wir so an Aufgaben hier bekommen. Schieße ein Foto von einigen Hunden. 0 von 4, was? Kann ich von hier aus? Kann ich nicht. Einige Hunde also. Wo lungern die so rum? Hier ist auf jeden Fall so ein Banner. Das zünden wir direkt mal an. Weil wir können. Karma direkt umgewandelt. Wunderschön. So, wir suchen uns ein paar Hunde. Mal gucken. Sind das Hunde? Das sind Schweine, oder? Ja, das sind keine Hunde, das sind Schweine. Sollten wir diese Schweine... Lass mich ein Foto machen von dir, du bist ein Hund. Hallo? Warum zählt das nicht? Okay, die Schweine sind sauer. Okay, keiner meiner Kampftechniken sind gegen Schweine gewappnet, wie es aussieht. Oh, jetzt können wir ein Foto machen. Dein Ernst. Perfekt. 1 von 4. Okay, also wir müssen das wahrscheinlich mit irgendwelchen Aktionen verbinden hier. Das kriegen wir hin. Moment mal, ist da hinten nicht... Da ist doch ein... Ein Schrein ist da. Ja, okay. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, wir holen uns den Schrein. Okay, was kann ich denn da ziehen? Oh. Oh, das ist ja nett. So kommen wir schneller voran. Okay, ja, schon gut. Sorry, Herr Protagonist. So, hier wird es keine Hunde geben. Aber hier gibt es eben diesen Schrein. Und den würde ich sehr gerne an mich reißen. Der Schrein ist natürlich ganz oben. Wo auch sonst? Was? Okay, muss ich... Das hat nicht so gut geklappt, aber... Ja, ich denke, von hier kommen wir irgendwie da hoch, ne? Glück gehabt. Das ist nicht der Schrein. Da hinten, da ist der Schrein. Okay. Und schon haben wir's. Fertigkeitspunkt einfach so verdient. Einfach so. Okay, so, aber jetzt sind wir immer noch auf der Suche nach dem richtigen Hund.
Malerische Ansicht. Auch da müssen wir ein Foto machen. Ja, aber das ist das Gebiet. Oh, das ist nicht klein, das Gebiet, ne? Also hier am Strand haben wir einen. Ich denke mal, hier haben wir was, da haben wir was und hier wahrscheinlich. Oder hier in der Mitte. Ich hoffe, dass wir fündig werden. Warum kann man hier noch weiter hoch? Was gibt's da? Nichts. Vielleicht kann ich ja von hier. Drüber schweben. Ohne dass wir nass werden. Danke. Alter, wie tief geht denn das hier? Nicht, dass hier gleich irgendwie. Okay, alles klar, beruhig dich. Dass wir hier von irgendeinem Hai oder so angefallen werden. Das wäre natürlich nicht so schön. Na komm schon, Protagonist. Er ist nicht der Allersportlichste. Sagen wir es mal freundlich. Was? Moment, öffnen? Samurai-Gamaschen. Schön, dass wir hier waren. Wo ist denn jetzt? Wow, ich bin 1000 Kilometer entfernt von dem Ort, von wo ich hin wollte. Das ist ja unfassbar. Okay. I need a dog. Ich höre die bestimmt bellen, oder? Wo ist denn jetzt dieses Foto, das wir schießen können? Das müsste doch hier irgendwo sein. Da. Dein Ernst? Direkt bei dem Hund hier. Wovon soll ich denn ein Foto machen? Details, bitte. Schieße ein Foto von dem kleinen Boot, das an den Strand gespült wurde. Das hier? Ist das das Boot? Okay, die wollen Ärger. Natürlich, was auch sonst. Alter, ich wollte einfach nur ein Foto schießen, ganz ehrlich. Was willst du tun? Da ist ja noch einer. Ach, das ist derselbe. Ich hoffe, dieses hier ist gemeint, aber offensichtlich nicht. Vielleicht das da hinten? Moment. Das Foto muss ich von hier machen. Okay, von hier. Wunderschönes Boot. Malerische Ansicht mit unserem Pferd drauf. Das Foto zählt. Das nehme ich mit. Okay, das ist einer der Hunde. Den haben wir, aber ich brauche natürlich mehr. Ich brauche mehr Hundefreunde. So geht das ja nicht. Wo sind die anderen Hunde? Ist hier ein Hund? Hallo? Habt ihr Hunde hier? Hallo? Okay. Massaker. Massaker.
Shit. Wow. Der schlägt hart zu. Den habe ich unterschätzt. Shit. Es geht wieder los. Ich unterschätze wieder alles. Wir schlagen alles zu Brei und dann plötzlich kommt da einer und der macht uns einfach so fertig. Einfach so. Warum ist das so? Ist das da oben ein Hund? Das ist eine Katze. Eine andere Art Hund. Eine gewisse Hunderasse. Nennt sich Katzenhund. So, Moment. Hier, euch Lauchs. Euch erwisch ich. Sag mal. Warum nicht gleich so? Was ist denn mit mir? So unnötig, mich in solche Kämpfe zu bewegen, obwohl ich es viel einfacher haben könnte. So, und die Katze schnappe ich mir auch natürlich. Das haben wir uns verdient. So, aber eigentlich wollte ich keine Katze, ich wollte einen Hund. Wo sind die Hunde hier? Wir sind immer noch in dem Gebiet, ne? Immer noch. Man sieht es oben an dem Kompass, dass der immer noch gold leuchtet. Das ist ein Baumstamm hier. Das sieht verdächtig aus. Hunde lieben Baumstämme. Machen wir. Das war einfacher als das vorige Foto. Was frisst der da? Das ist ein dicker Hase, glaube ich. Glaube ich. Ich erkenne es nicht, aber wahrscheinlich ist es das. So, bei dem war es jetzt tatsächlich so. Der hat nicht gebellt. Das heißt, ich muss auch Hunde finden, die eben nicht Geräusche von sich geben. Das macht die Sache etwas schwieriger. So, was ist das hier für eine Hütte? Oh, das scheint auch richtig zu sein. Das ist doch kein Hund, das ist ein Panther. Wie friedlich der da schläft. So, 3 von 4 haben wir schon. Wunderschön. Also einer noch. Immer so an besonderen Orten, wie es aussieht. Wo ist der Letzte? Wo ist der letzte Hund? Scheint er nicht zu sein. Also dieser Turm, das wäre eigentlich das Sinnigste, ne? Aber da ist er nicht. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung hier. Die Schweine sind wieder da. Die terrorisieren wieder den Hund. Kann's ja nicht fassen. Okay, wir sind raus aus dem Gebiet. Scheiße. Wo ist der letzte Hund? Da ist wieder der Baumstamm. Das wird's nicht sein. Sorry. Das ist der Baumstamm. Das hatten wir schon. Was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Wohl nicht. So, da waren wir auch. Da pennt der Hund.
So, normalerweise müsste es dann hier noch eingeben. Aber gleich sind wir auch hier sind wir raus aus dem Gebiet. Scheiße. Shit. Wo ist der? Das ist schön, das Foto. Das ist echt schön. Das können wir so annehmen. Hundefänger. Kehre zum Fotoatelier zurück. 71% haben wir hier abgeschlossen. Ja. Ich gehe davon aus, dass wenn wir zum Fotoatelier zurückgehen, wir da noch ein bisschen was aufgedeckt bekommen. Oder? Wir werden es gleich sehen. Ich würde gerne die Geschichte zu diesen Hunden lesen. Was es da so auf sich hat. Hallo, mein Freund. Wie geht es? Ja, sehr gut. Oh, ja, pass mal auf. Hast du die Herausforderung gemeistert. Ich weiß. Einer meiner Diener ist mit den Hunden spazieren gegangen und hat sie aus Versehen von der Leine gelassen. Unvorstellbar, nicht wahr? Glücklicherweise sind meine Hunde äußerst intelligent und gehen nicht einfach nicht mit jedem mit. Wenn irgendjemand sie also finden könnte, dann hole ich sie selbst ab. Ah, und zur Information, sie lieben Blumen. Das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Abgeben. Abgeschlossen. Danke, dass ihr meine geliebten Hunde gefunden habt. Es geht ihnen allen gut und sie haben ihr kleines Abenteuer offenbar genossen. Ein paar von ihnen kamen sogar von allein wieder. Und sie haben dabei auch noch Freunde mitgebracht. Aber Hunde kann man schließlich nie... was? Aber Hunde kann man schließlich nie genug haben. Stimmt's? Auch wenn ich jetzt mehr Geld für ihr Futter ausgeben muss. Yoshimon Inuyama. Ich, ja. Was kann ich jetzt von dir bekommen? Traktat über Intelligenz. Her damit. Suchst du sonst noch etwas? Ja, einfache Anführerkleidung. Nö, brauche ich nicht. Talismanbeutel des Voyeurs. Eigentlich müsste ich das holen, ne? Aber nein. Nein, nein, das möchte ich nicht. Ich bin gespannt, was du mir bringen wirst. Aber selbstverständlich. War das nicht alles? Nein? Aber es gibt nicht mehr Aufgaben. Oder hast du mehr? Hast du die Fotos, um die ich dich gebeten hatte? Ja, habe ich alle. Was? Ah, jetzt, guck. Zwei Kisten gibt's da noch zu holen. Eine ist... Alter, die ist einfach hier auf dem Schiff. Ja, leck mich doch. Schatz. Schatz. Die schnappen wir uns, die Kisten. Dann haben wir dieses Gebiet auch. Ich meine, warum auch nicht? Warum auch nicht? Okay, hier können wir wahrscheinlich drüber steigen. Ja, guck mal. Pferd. Let's go. 100 Meter. Ja, brauche ich deine Hilfe. Mal alleine. Schwierig. Ganz, ganz schwierig, das alleine hinzubekommen. Hallo, Ladies. Sorry, aber ihr könnt hier nicht mehr sitzen. Nach den zwei Kisten schaue ich mal nach unseren geknüpften Stiefel des Draufgängers. Nach unserer Ausrüstung. Oh, was ist denn da hinten los? Was ist denn da los? Gibt's da einfach Ärger? Den Ärger gab's aber vorhin nicht, oder? Von hier sind wir ja gestartet. Bitte lasst mich in Frieden! Shit. Schon? Trau dich. Ist das etwa alles? Eieiei, das tat mir sogar beim Zuschauen weh. Geht's dir gut, mein Freund? Ob es dir gut geht? Ernsthaft?
Du willst dich nicht mal bedanken, nicht mal irgendwie... Lieber Samurai, bitte helft mir oder... Danke für diese unerwartete Hilfe. Nichts. Absolut nichts. Kann ich hier unter Wasser mich wieder durchziehen? Geht das? Oder eher nicht so? Ja, da müssen wir wohl hinschwimmen. Weil der feine Ronin hier sich nicht mit seinem Haken weiterziehen lassen möchte. Daneben nicht. Dann schwimmen wir da hin. Wir haben wunderschönes Wetter. Und ich hoffe, das ist das Letzte, was wir hier tun. In diesem Gebiet. Die Gebiete sind nicht so groß. Da ist auch nicht wirklich viel los, muss ich sagen. Aber wir müssen natürlich alles erledigen. Ihr kennt mich doch. Ohne geht das gar nicht. So, bin ich gleich mal da? 40 Meter, 30 Meter, 20 Meter. Und irgendwo können wir uns bestimmt hochziehen, oder? Nein? Nicht? Am Anker? Vielleicht am Anker? Lieber Anker? Nein, auch nicht. Was? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht unterm Schiff. Vielleicht drunter her. Und dann sehen wir eine Schwachstelle. Nein? Keine Schwachstelle? Wie zum Henker komme ich da hoch? Bin ich von der falschen Seite? Kann man von hier sich irgendwo hochziehen? Ich meine, was machen denn Leute, die hier vom Boot fallen während einem Sturm? Wie kriegt man die denn hoch? Man kommt denn nirgendwo hoch? Aber wie soll ich denn... Wie soll ich denn da drauf? Moment. Kleinen Moment. So, da hinten ist das Boot. Von wo könnte ich denn... Was ist hoch genug? Hier ist nichts hoch genug. Oh, Moment. Oh, von da. Ach so. Vom Schrein aus. Ja, okay, das macht Sinn. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, wusste ich aber nicht. Ja, das macht Sinn. So, zieh dich mal jetzt hier. Yes. Jawoll. Let's go. Okay, wir müssen also von hier oben irgendwie da uns rüber schwingen. Verstehe, macht Sinn. Es macht halt Sinn. So, ja, das sieht richtig aus hier. Ich gehe so weit nach oben, wie es geht. Von hier vielleicht. Reicht das von hier schon? Ist mir zu unsicher. Nein, das ist mir zu unsicher. Der höchste Punkt muss es sein, nichts anderes. Ernsthaft. Von hier kommen wir da locker rüber. Sehr schön. Leider kein Kampf. Einen Kampf hätte ich mir noch gewünscht hier. Die Schriftrolle des Charmes erhalten. Oh, schön. Schauen wir uns direkt mal an. Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Wunderschönes bekommen. Das Schwert. Da kommt aktuell nichts dran. Unsere Doppelklinge ist auch
aktuell das Stärkste, was wir haben an Doppelklingen. Den Rest werden wir halt verhökern. Hier haben wir auch nichts Neues. Nee. Auch nicht. Nee, brauchen wir alles nicht. Unsere Dorfbewohnerkleidung ist immer noch das Beste, was wir je gefunden haben. Was ich überhaupt nicht verstehe. Hier sogar die Stiefel des Draufgängers. Das sind leider unsere schweren Getas immer noch besser. Die schweren Getas. Medizinkästchen, Helm neutralisieren, Kopfschuss. Giftresistenz. Ja, ist egal. So, hier auf dem Schiff ist sonst nichts mehr. Das hat auch niemand bewacht. Warum auch? Keiner geht davon aus, dass man sich von irgendeiner Insel darüber schwingt. hier ist eine Aufgabe, ne? Was ist das hier nochmal? Schatten von Yokohama, das ist die Hauptstory. Ja. Aber die Männer aus Tossa, das ist nicht mehr die Hauptstory. Was ist das denn hier für diese Sache? Die Ronin versammeln sich und scheinen etwas zu planen. Komm, das machen wir. Warum auch nicht? Oder, Moment, was ist das hier? Kultureller Austausch. Sprich mit Yukichi Fukuzawa. Stufe 8 und Stufe 7. Okay, wir machen erstmal das hier. Machen wir als erstes. Und dann schauen wir uns den Rest an. Wir werden natürlich auch mit der Hauptstory weitermachen. Ja. Ist ja gut. Bin ich hier richtig? Ich bin richtig. Die Hauptstory wird natürlich auch weitergeführt, aber ich mag gerade das Drumherum so ein bisschen. Ja, die Hauptstory kommt noch. Die können wir gar nicht umgehen, aber ihr wisst, warum ich das tue. Ich liebe diese Storys drumherum, diese Nebenstories, die eigentlich nicht die Hauptstory sind, aber manchmal leben Spiele davon. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Moment mal, das sind ja nicht unsere Ziele, die wir umbringen sollen, ne? Nee, sind sie nicht. Ich wollte schon überlegen, wie ich die am besten überrasche. So. Ach so. Soda. Offensichtlich bist du aus hartem Holz. Hast du Lust, mit uns für etwas Gerechtigkeit zu sorgen? Klar. Wir wollen einen fiesen Beamten bestrafen, der in das nahe Dorf gezogen ist. Er ist ein Schurke, der die Leute quält und verdient, was ihm bevorsteht. Der Schwein. Absolut. Ich helfe gerne, ich bin dabei. Ihr macht das für das Volk, das ist gut. Ja, für das Volk. Sehr gut. Dir gebührt mein Dank. Aber weh, du verarschst uns. Also, der Mann umgibt sich mit Handlangern. Wir brauchen einen guten Plan. Wir können sie überrumpeln, wenn wir alle das Dorf stürmen. Aber dann kämen Unschuldige zu Schaden. Das ist schon mal raus. Andernfalls schleichen wir uns unbeobachtet hinein, aber die Gruppe muss klein genug sein. Ich mach das alleine. Welchen Plan ziehst du vor? Mit voller Macht angreifen oder aus dem Schatten zuschlagen? Mein Freund, ich bin Ronin. Ich brauche etwas Bedenkzeit. Ich sage, wir greifen gemeinsam an. Ich schleiche mich allein rein und erledige sie. Oh ja. Was? Du willst das alleine machen? Wie du meinst. Aber sei vorsichtig. Hörst du? Danke für den Tipp. Alter. Gut, das wäre geklärt. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ich sollte keine Zeit verlieren. Du machst gar nichts, wie es aussieht. Okay, wir gehen alleine rein. Finde die korrupten Polizisten. Okay, da brauchen wir natürlich unseren Freund hier. Ich muss niemanden am Leben lassen, oder? Hoffe ich. Ich weiß es gerade nicht. Aus den Schatten heraus, Freunde. Komm mal mit. Ich hoffe, das ist okay, dass ich die umbringe, ne?
Der da hinten bekommt auch einen Scheiß mit, wie es aussieht. Nicht um... Oh, die sehen uns! Da ist noch einer! Mann, fuck! Ich hab den zweiten überhaupt nicht gesehen. Ich hätte vielleicht das Ding benutzen sollen. Da steht einer auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, wie lange steht der da noch? Was? Du willst mich doch verarschen. Also ich bin kurz davor, das Ding neu zu starten, aber offensichtlich geht's halt auch so. Willst du mich verarschen? Schnauze. Da steht ja wirklich nur einer, oder? Da steht nur einer. So, den hätten wir. Finde die korrupten Polizisten. Ja, wo sind die denn? Sind die hier drin? Oder sind die noch weiter oben? Noch weiter hoch komme ich nicht. Ah, Moment, vielleicht ja doch. Da ist auf jeden Fall noch einer am Rumlungern. Wo ist er? Da hinten ist er. Ja, ja, ja. Okay, okay. Bleib ruhig da. Guck in die Richtung. Der sieht uns auch da hinten. Ganz ruhig jetzt. Okay, cool. Bleibt jetzt trotzdem die Frage, wo sind die korrupten Polizisten? Sind die hier drin? Ich kann niemanden erkennen. Auch das war's für ihn. Wir sind schon raus aus dem Gebiet, sehe ich gerade. Ja, geh mal hoch. Das Haus sieht verdächtig aus. Kann ich hier hoch? Besiege die korrupten Polizisten. Erst den Dicken oder was? Ja, komm. Wer zum Teufel bist du? Willst du gegen seine Exzellenz aufbegehren? Oh, ich hätte dem Stealth umhauen können. Die Gesellschaft reformiert sich nicht von selbst. Der nimmt seine Medizin. Ich hab die Kamera ausgerüstet. Das war so dumm. Ah, oh, das war echt dumm. Scheiße, die Kamera einfach ausgerüstet. So, am besten, ich gehe direkt auf ihn hier. Und dann kann ich die anderen direkt umhauen. Guck. Willst du gegen seine Exzellenz aufbegehren? Ich bin dabei. Die Krankengesellschaft reformiert sich nicht von selbst. Es war sehr gut, dass du ihre Reihen infiltriert hast. Ach, das ist er. Ich dachte gerade, wer ist das? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Und das haben wir dir zu verdanken. Dich kämpfen zu sehen,
war unglaublich beeindruckend. Ja, bis auch vorhin. Der Beamte und seine Handlanger waren unterlegen. Wir müssen so weitermachen und Japan von möglichst vielen dieser widerlichen Sorte reinigen. Ist das so? Was? Das sehe ich auch so. Halte dich etwas zurück. Habe ich. Verdammte Wunde. Was? Was? Ich soll lügen? Was bringt das? Habe ich? Verdammte Wunde. Ich sag das mal. Was ist los? Hast du irgendwo Schmerzen? Hier, nimm das. Es wirkt Wunder. Was hat er uns gegeben? Ich bin froh, dass sich unsere Wege im Leben gekreuzt haben. Dank guter Menschen wie dir, die Acht geben, ist unser Land sicherer. Bambus. Medizinische Pille haben wir bekommen. Ja, okay, nehme ich. Karmische Asche erhalten. Karmische Asche? What is karmische Asche? Das schaue ich mir mal an. Ist das hier sowas hier? Erstmal hier. Intelligenzpunkt, danke. Karmische Asche. Was ist das? Das ist hier nicht zu finden, glaube ich. Also ich sehe es nicht. Vielleicht ist das sowas hier. Ungefilterter Sake. Nee, sieht auch nicht danach aus. Hier. Verwenden, um zu einem vorherigen Banner oder Kontrollpunkt zurückzukehren. Verbraucht Karma. Verdichtete Asche aus verbranntem Räucherwerk. Die Menschen entzünden Räucherwerk vor den Toten als eine Art rituelle Reinigung. Die Asche, die dabei zurückbleibt, soll Karma absorbieren und verschiedene heilende Effekte gewähren. Okay. Ja, geil. Glaube ich. Du wirst in der edlen Residenz in Yokohama erwartet. Oh. Der feine Herr. Pilgerhunde abgeschlossen. Ich gucke mal gerade, ob wir hier noch irgendwas zu tun haben, bevor wir zurückgehen. Ja, natürlich haben wir das. Ich bitte dich. Wir können hier die öffentliche Ordnung ein bisschen zurechtbiegen. Gleitflugtraining. Ja, gerne doch. So, das sollte ich vielleicht mal ändern. Jetzt können wir auch wieder medizinische Pillen nutzen. Und nicht irgendwelche Kameras auch rausholen während dem Kampf. Das war so dumm. Was? 40 Meter unter uns? So, wir haben doch was gelernt. Warte mal. Oh ja, das haben wir gelernt. Ich dachte, wir sind der Bestienflüsterer. Stattdessen bringen wir die einfach um. Ich dachte, wir können die für uns kämpfen lassen. Naja, wenn es so einfach geht, bitte sehr. Oh, der Wolf wird uns sehen. Ja klar, Hunde hören sonst alles. Alles. Da kommt natürlich der dicke Bär. Oder das dicke Schwein, besser gesagt. Das ist ja ein Flüchtiger. Die tobende rote Prinzessin. Dich, bitte. Fuck. Alter. Das war die Gefahr? Ich dachte... Okay.
Shibo. Wir sind jetzt in Shibo. Oh, guck mal, da hinten ist so ein Soguma. Ein Hundi. Den streichen wir mal gerade. Ja. Ist das immer dasselbe oder sind das immer mehrere? So, wir hätten hier diesen Ort ein wenig befreit. Die Leute sind sehr glücklich darüber, natürlich. Aber wir können hier mehr finden, ne? Oh, guck mal, hier ein Schrein. Ein Schrein direkt neben uns. Der ist dann... Ach, hier. Ja, toll, dass ich das markiert habe. Das habe ich absolut gebraucht. Diese Markierung jetzt. Wir können... So, Fertigkeitspunkt haben wir bekommen. Wir können, ich meine, es war im Westen. Ja, können wir hier noch was zum terrassenartige Reisfelder. Klettere auf das Dach eines Bauernhauses und schieße ein Foto der Reisterrassen, die unter dir liegen. Gar kein Problem. Das machen wir mit rechts. Das Foto machen wir auf jeden Fall. Ah, guck mal, ich sehe schon, welches Dach gemeint ist. Kaum zu übersehen. Oh, das wär ein cooler Move geworden, wenn ich das geschafft hätte. Habe ich aber nicht. Scheiße. Komme ich hier nicht mehr hoch? Okay, Moment. Nein. Jetzt halte ich doch mal da oben fest. Muss ich doch von dem Dach hier hoch? Wie komme ich denn... Wie soll ich denn da raufkommen? Muss ich von noch weiter oben? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich sogar noch weiter, als ich es mir vorstellen kann. Und so, das müsste jetzt aber reichen, ne? Vielleicht noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Und dann erstmal hier drauf. Und von hier sollten wir es locker flockig schaffen. Auf dieses Dach hier. So, wir machen ein Foto von den Reisfeldern, ne? Wo sind denn... Das dürften die Reisfelder sein hier, oder? Das sind sie nicht. Ach, hier unten. Klasse. Terrassenartige Reisfelder. Ja, das verstehe ich. Sieht wirklich aus wie so eine Terrasse. Das war's? Das war's. Oh, was heißt das denn? Wurde nur bei Nacht gesehen. Schuldenpreller Yahai und... Schuldenpreller Kiheiji. Zwei auf einmal. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Da möchte ich hin. Wo muss ich da lang? Da hinten. Da oben! Da muss ich erstmal hoch. Alter, wie soll ich denn da hoch? Das geht bestimmt. Oh, hier ist auch noch was. Und was geht hier ab? Hallo, Freunde. Seid ihr alle freundlich? Ist hier irgendjemand, der sich für seine Kampfkünste rühmt? Ja, ich. Aber ohne Ausrüstung. So, Moment. Hi. Ja. Hier sieht man an, dass du aus besonders hartem Holz geschnitzt bist. Würdest du meinem Schüler etwas beibringen? Nein, aber ich würde ihm gerne die Hucke vollhauen. Annehmen. Bist du bereit? Los! Ja, komm. Oh, wow. Shit. Hm.
mein Schüler hat wohl noch einen ziemlich langen Weg vor sich. Da sagst du was, Junge. Da sagst du was. Trainingskleidung, medizinische Pille und eine einfache niederländische Kleidung. Aus Holland. Ja, die brauche ich nicht, aber... Ich nehme es trotzdem mal. Warum auch nicht? Haben wir sonst irgendwas bekommen hier? 256, das ist unser Schwert. Ja, ja. 209 Faun-Uchigatana. Leider nicht. Ist nicht so toll, wie ich mir das erhofft habe. Wir kriegen aber auch nichts Besseres. Ne? Wir kriegen so viel Schund, so viel Zeugs und Kram, das wir absolut nicht brauchen. Oh, was ist das denn? Beutel für Schutztalisman haben wir bekommen. Ja, ja. Zusätzliche Gegenstände sammeln plus 1,6%. Verbündeten Segeneffekt. Okay, ja. Oh, Kieferbrauch, verteidigen. Wie wär's hier mit Stärkungseffekt? Hört sich gut an. Ich setz das mal an. Glück, 64. Also so viel Glück haben wir bisher nicht gehabt, ehrlich gesagt. Noch nicht.